Der Feuerbach-Kreis oder Neun-Punkte-Kreis ist ein besonderer Kreis im Dreieck, der nach Karl Wilhelm Feuerbach benannt ist. Auf ihm liegen 9 ausgezeichnete Punkte. Die Mittelpunkte der Seiten, E, E, F, die Fußpunkte der Höhen, G, H, I, die Mittelpunkte der oberen Höhenabschnitte, J, L, K, das sind die Mittelpunkte der Strecken zwischen jeweils einer Dreiecksecke und dem Höhenschnittpunkt S des Dreiecks ABC. Der Feuerbach-Kreis geht genau dann durch eine Ecke des Dreiecks, nämlich den Scheitel des rechten Winkels, wenn das Dreieck, Bild 1, rechtwinklig ist. Der Feuerbach-Kreis berührt genau dann eine Dreiecksseite, nämlich die Basis, wenn das Dreieck, Bild 2, gleichständig ist. Der Feuerbach-Kreis stimmt genau dann mit dem Innenkreis überein, wenn das Dreieck, Bild 3, gleichseitig ist. Der Feuerbach-Kreis berührt den Innenkreis des Dreiecks einschließend und die drei Ankreise des Dreiecks ausschließend. Diese Eigenschaft wird auch als der Satz von Feuerbach bezeichnet. Der Punkt, in dem sich Feuerbach-Kreis und Innenkreis berühren, wird Feuerbach-Punkt des Dreiecks genannt. Vorsicht! Manche, meist deutsche, Autoren bezeichnen den Mittelpunkt des Feuerbach-Kreises als Feuerbach-Punkt und dementsprechend die Existenz des Feuerbach-Kreises mit den in der Einleitung beschriebenen Eigenschaften als Satz von Feuerbach, siehe dazu Z. B. Schupp. Der Mittelpunkt des Feuerbach-Kreises liegt genau in der Mitte zwischen Höhenschnittpunkt und Umkreismittelpunkt, also auch auf der Eulerschen Gerade. Der Radius des Feuerbach-Kreises ist halb so groß wie der Umkreisradius des Dreieckes. Feuerbach-Kreis und Umkreis. Der Feuerbach-Kreis halbiert die Strecke zwischen dem Höhenschnittpunkt und einem beliebigen Punkt auf dem Umkreis. Geht eine gleichseitige, rechtwinklige Hyperbel durch die Ecken eines Dreiecks, dann liegt ihr Mittelpunkt auf dem Feuerbach-Kreis. Der Mittelpunkt der Kiepert-Hyperbel liegt auf dem Feuerbach-Kreis. In Deutschland hat sich statt des Namens Neun-Punkte-Kreis der Name Feuerbach-Kreis eingebürgert. Grund dafür ist der von Feuerbach stammende, relativ schwierige Beweis, dass dieser Kreis den Innenkreis und die Ankreise berührt. In der übrigen Welt sagt man meistens Neun-Punkte-Kreis. Es ist auch die historisch gesehen gerechtere Bezeichnung Euler-Kreis verbreitet. Dass die 6 Punkte D bis I auf einem Kreis liegen, zeigte schon Leonhard Euler 1765, das heißt, er zeigte, dass der durch die Fußpunkte der Höhen G, H, I definierte Kreis auch durch die Mittelpunkte der Seiten E, F, E, S, Bild 1 bis 3, geht, deshalb auch manchmal Euler-Kreis benannt. 1. 1821 bewiesen Charles Julien Brionchon und Jean-Victor Poncelet, dass diese 6 Punkte und noch 3 weitere Punkte auf dem Kreis liegen, die Mittelpunkte der oberen Höhenabschnitte J, K, L. Feuerbach bewies 1822, dass der ursprünglich durch die Fußpunkte G, H, I gehende Kreis die In- und Ankreise berührte und außerdem durch die Seitenmitten E, F, D geht. 2. Die übrigen 3 Punkte J, K, L des Feuerbach-Kreises erwähnt er nicht. Wegen der 6 Punkte D bis I heißt er manchmal auch 6-Punkte-Kreis. Der Feuerbach-Kreis wird auch manchmal nach Ulrich Terkem benannt, der selbst dafür 1842 den Begriff 9-Punkte-Kreis prägte und einen analytischen Beweis des Satzes von Feuerbach über die In- und Ankreise gab und die zusätzlichen 3 Punkte wiederentdeckte. Eine weitere Wiederentdeckung des 9-Punkte-Kreises geschah durch Jakob Steiner 1828 und T. S. Davis 1827, 3. J. S. McKay fand 1892 in seinem Aufsatz zur Geschichte des Neun-Punkte-Kreises auch einige englische Autoren, die vor 1821 zur Geschichte des Feuerbach-Kreises beitrugen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.